dies sind die Memoiren des Detective Niels Lavlon, niedergeschrieben im Jahre 1469 vor Christi. Mein Name ist Lavlon, Detective Niels Lavlon. Mein Fachgebiet sind Spezialeinsätze, die als undurchführbar gelten. Mein letzter Auftrag war einer von den leichteren. Ein seit 3469 Jahren toter Pharao versucht, die Welt zu vernichten. Finde ihn und puste ihn weg. Ein Kinderspiel, möchte man meinen. Aber die ganze Sache stand von Anfang an unter einem unglücklichen Stern. Mein Onkel, der berühmte Wissenschaftler Swedenborg, hatte festgestellt, dass mir etwas in frühester Jugend das Herz gebrochen hatte. Es zerfiel in zwei saubere Hälften. Die eine Hälfte war ich, Niels Lavlon. Die andere Hälfte hieß BB. Wir passen etwa so gut zusammen wie Feuer und Dynamit. Und wir waren dazu verdammt, in einem Körper zu leben. Wie oft hatte ich versucht, BB loszuwerden? Und wie oft hatte ich ihren Namen verflucht? Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber nun, wo sie wirklich weg war, fehlte sie mir. Alles begann damals, am Anfang des dritten Jahrtausends. Damals in ziemlich genau 3469 Jahren in Paris. Ich erkannte die Stadt der Liebe kaum wieder. Statt der vielen ausgelassenen Menschen trieb sich eine blutrünstige Bestie in ihren Straßen herum. Es wird keine weiteren Toten mehr geben, das verspreche ich. Denn ich kann Ihnen mitteilen, dass seit heute Mittag Detective Lavlon im Dienste der Pariser Polizei steht. Wer immer diese Morde begangen hat. Die neue Metro ruiniert das ganze Viertel. Würde mich nicht wundern, wenn bald die ersten Häuser einstürzen. Es war nicht die neue Metro, es war sie. Und ich spürte ihren Blick. Guten Abend, Nils. Wie geht's? BB, Ärger lag in der Luft. Ich rufe Kommissar Le Bouche an. Mit diesem Killer da draußen wurde ich spielend fertig. Das wusste ich, wenn Sie mir nicht in die Quere kamen. Mein Problem. Sagen Sie, Kommissar Le Bouche, er kann sich Zeit lassen. Detective Lavlon ist bereits vor Ort. Und du rühr dich bloß nicht von der Stelle, Süße. Bin gleich wieder da. Eine furchtbare Krankheit hatte sein Gesicht entstellt. Er sah kaum noch aus wie ein Mensch. Er sah aus wie eine Kröte. Willst du noch was sagen, bevor ich dich zur Hölle schicke, Penner? Eigentlich bin ich gar kein so übler Bursche. Bei qualifizierter psychologischer Betreuung bin ich in 3-4 Jahren wieder ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Hier. Steck sie ein, damit der Teufel weiß, wer dich geschickt hat. Detective Niels Lavlon. Verdammt. Sie dürfen mich nicht erschießen. Ihr habt mich doch ergeben. Ich bin wehrlos. Au revoir, Ripper. Schießen nicht, Niels. Überlass ihn mir. Halt dich da raus, Baby. Die Sache geht dich absolut gar nichts an. Oh doch, ich werde nicht zulassen, dass du ihn erschießt. Da war es wieder. Und das war stärker als je zuvor. Ich merkte, wie BB Gewalt über mich bekam. Wie sie in mich hineinkroch, bis in die Knochen, ins Mark und dann aufwärts. Wie eine Dampfwalze schob sie mich vor sich her. Suchen. Das ist mein Leben, verstehst du? Meins!
will dir helfen. Du kannst mir nicht helfen. Niemand kann mir helfen. Gib auf, stell dich hin und ich werde dir beistehen, egal was passiert. Sie wollen nicht mich. Sie wollen mein Blut fließen sehen. Sie wollen meinen Tod. Vertrau mir. Wer bist du? Was bist du? Ein Engel? Oder ich. Salavi. Es hieß, wir könnten uns Zeit lassen. Der große Detective Lavlon sei ja bereits vor Ort. Fünf tote Polizisten. Und sie waren in unmittelbarer Nähe zu diesem Irren. Was zum Teufel war hier los? Komplikation. Komplikation? Ich habe mich für sie eingesetzt. Ich habe ihnen vertraut. Und jetzt sind fünf meiner besten Leute tot. Familienväter. Verdammt, Lavlorn. Vielleicht waren sie mal ein guter Mann. Aber so wie es aussieht, sind sie fertig. Er hatte verdammt nochmal recht. Es wurde mal schlimmer. Ich hatte BB einfach nicht mehr unter Kontrolle. Ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle. Wie gesagt, die ganze Sache stand unter einem verdammt schlechten Stern und sie hatte noch nicht einmal richtig angefangen. Dieser Unglücksstern war die Venus. Sie näherte sich unaufhaltsam der Sonne und würde sie in exakt 12 Stunden verdunkeln. Noch ahnte ich nicht, dass diese sogenannte ägyptische Finsternis der wahre Grund für mein Unglück war. Der Einzige, der mir helfen konnte, war mein Onkel Swedenborg, der berühmte Nobelpreisträger. Aber der war in einer äußerst dringenden Sache nach New York gefahren. Er hatte einen Termin mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen. Dies ist das einzige jemals aufgefundene Bildnis des altägyptischen Gottkönigs Thutmosis. Die Statue ist vor 2 Wochen mit einer weiteren und einem Kindersarkophag aus dem Ägyptischen Museum in Berlin verschwunden. Bei diesem finster dreinblickenden Gnom handelt es sich um den berüchtigten Kebab. Er gilt als der grausamste und gefürchtetste Folterknecht der Antike. Vor 2 Tagen sind mir durch Zufall folgende Fotos in die Hände gefallen. Für das, was Sie hier sehen, gibt es nur eine Erklärung. Die Statuen sind nicht geraubt worden. Sie sind einfach weggelaufen. Denn Thutmosis ist nie gestorben. Nehmen wir einmal an, Ihre Theorie stimmt, verehrter Professor. Wie kann nun diese Thutmosis die Welt bedrohen? Alle 3469 Jahre offenbart sich dem Wissenden in einer einmaligen Sternenkonstellation eine mathematische Formel. Dabei handelt es sich um die Urformel für alle Naturgesetze. Das universelle Installationsprogramm. In der anstehenden Sonnenfinsternis, in weniger als 12 Stunden, wird Thutmosis die Macht erlangen, das Installationsprogramm abstürzen zu lassen. Abstürzen? Mein Gott, was heißt das denn konkret? Dada. Dada war eine idiotische Kunstrichtung zu Anfang des letzten Jahrhunderts. Dada steht für das Ende aller Vernunft, für das Ende aller Gesetze, für die totale menschliche Verblödung. Und das ist erst der Anfang. Am Ende steht die Verblödung der Materie. Das ist ja furchtbar. Tja. Uns bleiben nur noch wenige Stunden, um Thutmosis zu finden. Und
unschädlich zu machen. Ich werde unverzüglich alle diplomatischen Hebel in Gang setzen. Folgen Sie bitte unserer hübschen Vorzimmerdame. Sie wird Sie mit weiteren hochrangigen Gelehrten zusammenbringen. Bilden Sie einen Krisenstab und beginnen Sie unverzüglich mit der Arbeit. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Herr Generalsekretär. Bitte. Ein teuflisches Meisterstück göttlicher Moses. Und doch nur ein Taschenspielertrick in Anbetracht des Infernos, das in Gestalt eurer Herrlichkeit in wenigen Stunden über die Erde kommen wird. Schweig und richte alles her für die Erweckung meiner Schwester Ptah-Anaha. Ich will, dass sie die Bestrafung der Welt mit eigenen Augen sieht. Immerhin wird sie ihr zu Ehren untergehen. Warum, Baby? Warum musst du dich ausgerechnet immer in die Bösen verlieben? Weil das Böse so sexy ist. Redest du etwa von dieser Kröte? Ich meine innerlich. Die Bösen sind so traurig und einsam. Sie wollen so viel und bekommen so wenig. Naja, und das macht sie dann ganz rasend und dann werden sie immer fieser. Sie sind so hilflos, verstehst du? Nein, verstehe ich nicht. Aber ich gebe dir mal einen guten Rat. Lass die Finger von meinen Bösewichtern. Nie wieder. Verlieb dich nie wieder in einen, den ich erschießen soll. Oh doch, das werde ich. Deine Bösewichter sind weltweit einfach die Besten. Ich warne dich, Baby. Geh mir aus dem Weg. Husch mir nie wieder dazwischen. Du hast schon zu viel kaputt gemacht. Ich warne dich, Nils. Lass die Finger von denen, die ich liebe, du verbohrter, gefühlloser Killer, du. Du. Hey, mach mal langsam. Halt dich hier raus, Mann. Das ist eine Privatangelegenheit, klar? Okay, ich bin gar nicht mehr da. Wir beide trennen uns, verstanden? Irgendwie. Es muss möglich sein. In diesem Körper ist einfach nicht genug Platz für uns beide. Deine fetten Jahre sind vorbei, Detective. Du hast lang genug den Helden gespielt. Jetzt bin ich an der Reihe. Mars sinkt und der Einfluss der Venus steigt mit jeder Minute. Ihr Einfluss wuchs, das war unübersehbar. Aber waren es wirklich die Sterne? War es so einfach? War mein Ende bereits beschlossen? Ich muss das herausfinden. Aber wo? Oder wie? Ein Blick in Ihre Zukunft. Garantiert seriös nur 5 Francs. Vielen Dank. Aha! Stumble Throttle! Englands berühmtester Astrophysiker. Was für eine Freude. Und mein lieber Bowski. Ein Nobelpreisträger, so wie meine Wenigkeit. Jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Mittag, Schläfchen. Hopp, hopp ins Wäldchen, meine Herren. Ich habe Leuten hören, dass der Weltuntergang auf morgen verschoben worden ist. Willkommen in der Klapsmühle, mein guter Swedenborg. Das muss ein Missverständnis sein. Darf ich bitten? Glück, die Toten zu wecken. Schon drum,
Nochmals rufen Sie. Du darfst uns den Schlüssel nicht vorenthalten. Glück und Wohlstand für alle. Du bist der erwählte Pharao. Hol uns den Schlüssel des Re. Was gedenkt ihr zu tun, Pharao? Mag sein, dass die Sterne günstig stehen, doch es werden noch viele tausend Jahre vergehen, ehe die Menschheit reif ist für den allmächtigen Schlüssel des Re. Nein, ich darf ihn nicht nehmen, das wäre das Ende der Welt. Es wird Aufstände geben. Dein Leben ist in Gefahr, Pharao. Ich habe mich entschieden. Vorsicht! Hol sie zurück, Priester. Schenk Ta'anahar ein zweites Leben und dann verlange, was immer du willst. Das gehört bereits dir. Ich kann dir nicht helfen, Pharao. Der Griff durch das Tor des Todes bleibt selbst mir verwehrt. Dann sage mir, wer hat die Macht, den schwarzen Schleier zu lüften? Wer? Nur du selbst, Pharao. Vorausgesetzt, du erlangst den Schlüssel des Re. Der Schlüssel. Warum nicht? Ihr habt Ta'anahar das Leben gekostet, nun soll er es ihr wieder schenken. Eines solltest du bedenken, Pharao. Wenn deine Schwester aus dem Tor der Toten zurückkehrt, wird sie nicht mehr die sein, die du liebtest. Wenn ich den Schlüssel erst habe, werde auch ich nicht mehr der sein, der ich mal war. Hört die Worte des Tutmoses. Seid Zeuge des heiligen Schwures eures Pharaos, den er abgibt am Leichnam seiner geliebten Schwester. Ich, Tutmoses, Pharao von Ägypten, werde den Schlüssel zu den Sternen an mich bringen. Ich, Tutmoses, Rehs Sohn, werde mit der Macht des Schlüssels Ta'anahar das Leben wiedergeben. Und ich, Tutmoses, Beherrscher der Welt! Werde euch und die ganze Menschheit für das, was ihr meiner Schwester angetan habt, auf das Fürchterlichste büßen lassen. So soll es sein. Oder ich werde mein eigenes Blut trinken bis auf den letzten Tropfen. Es gibt kein Zurück mehr, Kebab, und erst ein Teil meines Schwurs ist erfüllt. Nur du allein, Schlüssel, kannst meinen Schmerz und meinen Hass stillen. Du, der du mir die Herrschaft über alles Lebendige und alles Tote verliehen hast, gehorche! Erwecke Ta'anahar!
Wie macht sie das? Sie hat sich kein bisschen verändert. Erinnert euch, was der Priester gesagt hat. Sie wird nicht mehr die sein, die ihr einmal liebtet. Und ich habe geantwortet, auch ich werde nicht mehr der sein, der ich einst war. Das kann es doch nicht gewesen sein. Wenn wir die drei größten lebenden Geister nicht an unseren Verstand glauben, wer dann? Selbst wenn wir nicht verrückt sind, was können wir tun? Keiner weiß, wo Thutmose steckt. Wie sollen wir ihn da bekämpfen? Ach, wenn ich nur an meine Zeitmaschine käme, dann könnten wir Thutmosis in seiner eigenen Zeit entgegentreten. Eine Zeitmaschine? Pff, unmöglich. Mein lieber Bowski, wenn Sie je eine solche Maschine erfunden hätten, dann hätten Sie ja noch einen zweiten Nobelpreis einheimsen können. Ja, dann hätte ich zwei Nobelpreise. Und der arme Throttle noch immer keinen. Das hätte ihm sicherlich das Herz gebrochen. Stimmt's? Stimmt, Mr. Bowski. Gut, jetzt. Und wo steht diese Zeitmaschine? Ich habe sie meinem Cousin vermacht. Meines Wissens hat er sie etwas umgebaut und macht mit ihr ein paar Francs auf einem Pariser Rummelplatz. Paris! Dort lebt mein Neffe Niels Lovelorn. Wenn wir ihn nur irgendwie erreichen könnten. Eigentlich dürfte es für mich als Nobelpreisträger kein Problem sein, aus einem elektrischen Rasierapparat ein Handy zu bauen. Niemand entgeht seinem Schicksal, Nils. Das wird dir das Orakel auch sagen. Worauf wartest du? Die Sterne sind gegen dich. Du weißt, dass ich recht habe. Du weißt selbst, ich glaube nicht an die Sterne. Vor was hast du dann Angst? Jede Sekunde deines zukünftigen Lebens liegt ausgebreitet vor mir. Stell deine Frage. Na okay, Klugscheißer. Dann lass mal hören. Was werden mir die nächsten 24 Stunden bringen? Du wirst eine teuflische Person treffen. Sie wird zwei Nasen und zwei Münder im Gesicht tragen. Daran wirst du sie erkennen. Lass mich raten. Ich werde diese Missgeburt erschießen, richtig? Du wirst überhaupt niemanden mehr erschießen. Du wirst diesen Teufel begehren, so wie du noch nie zuvor etwas begehrt hast. Und dann wirst du ihn wieder verlieren und es wird dir das Herz brechen. Das ist absolut inakzeptabel. Die Sterne sind gegen dich. Akzeptiere es. Ich hatte recht und du bist weg vom Fenster. Jetzt hör mir genau zu, du Klapperkasten. Es muss eine Möglichkeit geben, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Verstehst du? Oh la la, ein Rebell. Klar gibt's die. Verändere die Sternenkonstellation und du veränderst dein Schicksal. Sie hält mich zum Nach? Ganz ruhig, Nils. Es ist nur eine Maschine. Genau. Niemand hält Nils Lovelorn zum Narren! Niemand hält Nils Lovelorn zum Narren! Wir sollten uns trotzdem überlegen, wen wir als nächstes übernehmen. Was? Welchen Bösewicht empfiehlst du, hä? Lovelorn. Hallo Nils, hier spricht dein Onkel. Ich muss es leider kurz machen, denn die Welt geht gleich unter. Auf einem Rummelplatz am Seineufer steht eine Zeitmaschine, die du umgehend aufsuchen musst. Fahr mit ihr zurück in das Jahr 1469 vor Christi. Dort in Ägypten herrscht ein gewisser Thutmosis. Und nun pass auf, Nils. Du musst diesem Thutmosis das Lebenslicht ausblasen. Hör zu, Onkelchen. Frag nicht, warum, Nils. Glaub mir, es muss sein. Tut mir leid, Onkelchen, aber Nils Lovelorn übernimmt keine Aufträge mehr. Ein Fall? Klar übernehmen wir. Sag ihm das. Wir übernehmen alles. Du brauchst das Böse. Du bist ein Killer. Was in den Sternen steht, wird eintreten. Daran kannst du auch nichts mehr ändern. Ach, die Sterne, die Sterne, die... Onkelchen? Du hast gerade was von Zeitmaschine gesagt. Funktioniert die auch? Was Bowski baut, das funktioniert auch. Verändere die Sternkonstellation und du veränderst dein Schicksal. Das kannst du nicht machen. Onkelchen, ich übernehme den Fall.
Das ist unfair. Viel Spaß in der Gegenwart, Baby. Ja. Nils Loveland ist mit im Boot. Jetzt kann uns nichts mehr geschehen. Ausgerechnet Nils Loveland. Eure Herrlichkeit kennt ihn? Oh, verdammt. Und was werden wir gegen diesen Mann tun? Du hast gehört, wo die Zeitmaschine steht. Zerstör sie. Du darfst diesem Loveland nicht die geringste Chance geben, die Vergangenheit zu erreichen. Euer treuer Folterknecht ist zu allem bereit. Ich werde dich jetzt in ein akustisches Signal verwandeln und über die Telefonleitung nach Paris schicken. Wenn's dir Spaß macht, Schwesterchen. Sorry. Bon voyage, mein Kleiner. Ich würde diesem durchgeknallten Pharao ein Loch in den Schädel blasen und dann in Ruhe weitersehen. Baby mit ihren launischen Spielchen würde mir nicht mehr in die Quere kommen. Reiseführer durch das alte Ägypten. Von Sir Cecil Lumberton. Dass irgendjemand diesen Ladenhüter tatsächlich benutzen würde, damit hatte der Autor bestimmt nicht gerechnet. Laut dem Klappentext war dieser Lumberton bei seiner letzten Expedition spurlos verschollen. Ich hoffe nur, es lag nicht an seinem Reiseführer, sonst wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Verschollen? Wieso denn? Warum schreiben die denn sowas? Nein, Cherie, mach dir keine Sorgen. Wir haben nur ein bisschen gefeiert. In spätestens einer... Lass wieder betrunken, Auto, Jacques. Nein, Jerry, ich stehe hier in einer Telefonzelle. Ich habe nichts getrunken. Keine Tropfen. Was war das? Ich bin doch nicht taub, Jack. Da ist jemand in der Leitung, Jerry. Glaub mir. Oh, mon Dieu, da kommt etwas aus dem Öhrer. Wir reichen jetzt. Zähl deine idiotischen Lügen, deiner anderen. Nein, es ist hier in meiner Telefonzelle. Und es nimmt Gestalt an. Ich habe auch meine Oh, mon Dieu, es ist ein... Und es ist ein nackter Gnom! Ja, lass dir was suchen von deinem Gnom, einen Blasen, du Kretter! Bonsoir! Ich bin Brigitte und ich werde Ihnen Ihre Reise ein wenig verkürzen. Brigitte, enchanté! Mein Täubchen, Sie sehen blass aus. Raus! Du bist der, der gekommen ist, den Pharao zu töten. Ich sah dich in den flüsternden Flammen des Reh. Naja, super. Dann können wir uns die Formalitäten ja sparen. Hände hoch. Hände hoch?
Ich bin der Orakelpriester, nicht das Osiris-Ballett. Bist du blind, Mann? Das hier ist eine 38er. Damit puste ich dir sogar ein Kamel weg. Was hat das mit mir zu tun? Erkläre ich dir ein andermal. Blöder Ägypter. Hier ist Lavlon in meinem Palast? Ja, Euer Herrlichkeit. Weißt du, was das heißt? Ja, Euer Herrlichkeit. Wo bist du? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber so habe ich mir als Kind immer die Stadt der Toten vorgestellt. Abydos. Ich habe sie damals durchschritten, um an den Schlüssel des Weges zu gelangen. Wenn dieser Lavlon immer noch hinter mir her ist, dann muss er bei dir vorbeikommen, dann hast du ihn. Vermassel es nicht nochmal, over and out! Auf Kebab ist kein Verlass. Was hältst du davon, wenn wir diesen Professor als Geisel nehmen? Und wenn dieser Lavlon nicht umgehend in die Gegenwart zurückkehrt? Dann werden wir Blutwurst aus dem Gehirn seines Onkels machen. Hehe. Zeitungen schreiben, Nils Lavlon leider an einer geheimnisvollen Krankheit. Sie sind doch sein Patenonkel. Wissen Sie da genaueres? Ach, es ist eine ungewöhnliche Krankheit, die mit seiner Herzanomalie zu tun hat. Und was passiert, wenn diese Krankheit ausbricht? Etwas Dunkles bekommt Gewalt über ihn. Dann ist Nils ein anderer Mensch. Unberechenbar, unprofessionell und total asozial. Hallo? Hallo, Onkel. Kannst du mich hören? Nils! Ja, endlich, Nils! Wenn du dich nicht dranhältst, wird es für uns alle zu spät sein. Bleib ruhig, Onkelchen. In weniger als 10 Sekunden ist Tutmosis ein toter Mann. Ach, und Onkel, sag den Zeitungen, Nils Lavlon ist zurück und er ist besser denn je. Er hat's geschafft! Hurra! Euer Spiel ist aus, Pharao! Höre, Orakelpriester. Bald schon werde ich dem göttlichen Reh entgegentreten, um seinen mächtigen Schlüssel in Empfang zu nehmen. Aber Reh wird ein würdiges Opfergeschenk verlangen. Befrage die flüsternden Flammen, ob Reh gewillt ist, Imhala anzunehmen, meine makellose Lieblingssklavin. Du wirst eine teuflische Person treffen. Sie wird 2 Nasen und 2 Münder im Gesicht tragen. Daran wirst du sie erkennen. Befrage unverzüglich deine Flammenpriester, oder ich lasse dich ihnen zum Fraß vorwerfen. Danke Tutmosis für sein großzügiges Geschenk. Rege will im Palast Opfer in seinen Tempel beiwohnen. Auf dass er im Jenseits nach Lust und Laune von jedem Raum machen kann. Die Flammen sagen, Reh dankt dir für dein großzügiges Angebot, aber Imhala soll am Leben bleiben, er will sie nicht. Wachen. Werft sie meinen Krokodilen zum Fraß vor. Falls ich nicht wiederkomme, wird es mir ein Trost sein, dass sie nach mir kein anderer Mann mehr wird begehren oder gar berühren können. Komm mit! Nein, nicht die Krokodile! Was für ein sagenhafter Fiesling. Ich glaube, ich sterbe. Nimm deinen Befehl zurück, Pharao. Sofort! Wer bist du, Wurm, dass du es wagst, mir zu drohen? Hier, steck sie ein, damit der Teufel weiß, wer dich geschickt hat. Puste ihn über den Haufen, Neffe. So ein Zufall, ausgerechnet dich hier zu sehen, das glaubt uns doch kein Mensch. Diesmal komme ich dir zuvor, Ebi. Oh.
Ich war 3469 Jahre durch die Zeit gereist, um den Stern zu entkommen und traf erneut auf die seltenste Sternkonstellation, die es in der Milchstraße überhaupt gibt. Wachen! Endstation, Pharao. Mach kurzen Prozess. Keine Gefangenen. Es geht um das Überleben der Menschheit. Hallo, Onkelchen. Schön, dich zu hören. Baby. Es ist geschehen. Hör zu, Baby. Wir können uns nicht leiden. Aber diesmal müssen wir zusammenarbeiten. Hör einmal auf mich und bring diesen Tutmosis um die Ecke. Das werde ich auf gar keinen Fall tun. Wir spielen jetzt mal nach meinen Regeln. Ich werde euch zeigen, wie man die Welt rettet, ohne gleich alles über den Haufen zu schießen. Was hat dieser Lovelorn gesagt? Er will die Welt retten, ohne alles über den Haufen zu schießen. Wie soll das denn gehen? Da bin ich überfragt. Wer bist du? Die neue Orakelpriesterin. Ah ja. Und ich bringe frohe Botschaft. Reh hat mit seiner Barke Schiffbruch erlitten und lässt sich entschuldigen. Keine Schlüsselübergabe? Nein. Aber ich habe schon ein Alternativprogramm. Wir machen ein kleines Picknick am Ufer des Nil, genießen den romantischen Sonnenuntergang und machen es uns anschließend in den königlichen Gemächern richtig gemütlich. Du hast sie nicht gekannt. Sie war das fröhlichste, unbeschwerteste und unschuldigste Wesen der Welt. Frei von jedem Hintergedanken sah sie nur das Gute in jedem Menschen. Ich habe sie mehr geliebt als mein Leben. Was guckst du so blöd? Schau, Priesterin, dort liegt mein Schicksal, der Tempel des Gottes Re. Ich habe Amons heiligen Schwur abgelegt und nur der Tod kann mich von diesem furchtbaren Eid entbinden. Vergiss deinen Schwur. Ich bin nun hier. Schau mich an. Fass mich nicht an, oder du wirst Imhala bei den Krokodilen Gesellschaft leisten. Das würdest du nicht tun. Wachen? Also, ich bin wirklich die Letzte, die was gegen Bösewichte hat. Aber manchmal seid ihr wirklich bis zur Unausstehlichkeit verbockt. Die Zeit drängt, Priesterin. Befrage die flüsternden Flammen, wen Re gewillt ist, als Opfergeschenk anzunehmen. Befrag sie selbst. Ist Re gewillt, meine Leibgarde anzunehmen? Nein. Dann sage mir, wen würde er akzeptieren? Mich. Was? Hey, Baby! Bist du irre geworden, oder was? Gib mir sofort meinen Körper wieder, oder ich reiß dir den Kopf am Spiegel hin oder her. Hey, Baby! Einverstanden. Schau, was dir bevorsteht. Abydos, die vor Urzeiten errichtete Stadt des Totengottes, die noch nie einen Menschenfuß betreten hat. In einer Stunde beginnt die Sonnenfinsternis. Bis dahin muss ich den Tempel des Re am anderen Ende der Stadt erreicht haben. Dort wird Gott Re für 7 Minuten auf mich warten. Doch wenn wir die Stadt der Toten erst einmal betreten haben, dann gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit, Priesterin? Ich bin. Ach, wir waren so dicht dran. Ein kleiner Mord, ein Schüsschen. Die Menschheit wäre gerettet gewesen. In dieser Gestalt kann mir euer Lovelorn nichts anhaben. Was machen wir denn jetzt mit diesen 3 ungehobelten Lausejungs? Wie wäre es, wenn wir ihnen einen kleinen Ausblick in ihre Zukunft gönnen würden? Du kannst gemein sein. Was soll das denn? Was? Sieh
Sie sind in einer Zeitblase gefangen. Hier, wo wir stehen, ist die Gegenwart. Aber Sie, meine Herren, befinden sich exakt 12 Stunden in der Zukunft. Haben Sie eine Erklärung für dieses Phänomen, meine Freunde? Nein, ich auch nicht. Dann existiert es auch nicht. Es existiert. Nicht mal der modernste Laser könnte diese Wand durchdringen. Nur etwas, das noch böser wäre als ich, kann die Blase zum Platzen bringen. Aber sowas gibt's nicht. Eine schöne Nacht noch, meine Herren. Um genau zu sein, eine ewige Nacht. Was meint er damit? Ja, wenn wir uns 12 Stunden in der Zukunft befinden, dann müsste die Welt in diesen Räumen bereits untergegangen sein. Dank BB steckte die Karre denkbar tief im Dreck. Aber wer Detective Lovelong kannte, der wusste, dass das der Moment war, in dem er zur Höchstform auflief. Tutmosis musste ins Gras beißen, dann wären all meine Probleme auf einen Schlag gelöst. Da mir die Hände gebunden waren, war BB die Einzige, die Tutmosis ins Jenseits befördern konnte. Nur leider war es das, was sie am allerwenigsten wollte. Ich musste mir also etwas einfallen lassen. Gütiger Himmel, wie soll man denn hier den richtigen Weg finden? Du stehst mit den Geistern in Verbindung, Priesterin. Lass dir was einfallen. Hallo! Ist da wer, der sich hier auskennt? Kann mich jemand hören? Jeder Mensch macht mal einen Fehler. Aber BB besaß die Gabe, alles falsch zu machen. Sie war der Fehler. Wir sollten hier schnellstens verschwinden. Scheiße! Frag die flüsternden Flammen nach dem kürzesten Weg zum Tempel des Re. Mach schon, Priesterin. Das ist gar nicht so einfach. Und wenn, die waren doch auch noch nie hier. Wieso glaubst du, dass die sich hier auskennen? Das fragst ausgerechnet du. Es sind Rehs Zungen. Sein Geist spricht aus ihnen. Deshalb... Flammendes Reh, welches der kürzeste Weg zum Tempel eures Herrn? Nils? Wir können von Glück sagen, dass ich optimal vorbereitet bin. Ah, sehr gut. Der Stadtplan von Abydos, ja? Pass auf, Baby. Schlagt den zweiten Weg von rechts ein. Er führt euch direkt zum Tempel des Liebesgottes Anubis. Und wenn stimmt, was hier steht, wird ihr Tutmosis dort mit Haut und Haaren verfallen und den Schlüssel endgültig vergessen. Verdammt nochmal! Priesterin, bring die Frauen zum Speisen! Wir müssen hier weg! Ich glaub dir nicht, Nils. Die Sache hat doch einen Haken. Nimm den zweiten Weg von rechts und ich verspreche dir, du wirst die Welt retten. Na komm schon! Zum letzten Mal, Priesterin, welchen Weg? Hier lang, Pharao! Seit wann ist Anubis ein Liebesgott? Das kann unmöglich in meinem Reiseführer stehen. Ihr macht da einen fatalen Fehler. Unsere schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden, meine Herren. Spinnst du? Schatz! Husch! Wer dich hören will, muss fühlen! Nein, die Welt geht nicht unter. Was ich dort auf Mr. Bowskis Kopf sehe, beweist eindeutig, dass ich komplett verrückt bin. Das, was Sie wahrscheinlich gerade auf meinem Kopf beobachten, ist die von Swedenborg vorausgesagte Verblödung der Materie. Nicht Sie, Throttle, sind verrückt. Es ist das Toupet, das spinnt. Gott, ist das der Anfang vom Ende?
Für einen Nicht-Nobelpreisträger muss es die Hölle sein. Nach was sieht das für Sie aus, Bobski? Nach einer bimentalen Refraktion mit anschließender submolekularer Reintegration. Exakt. Nils leidet seit seiner Kindheit genau daran. Geben Sie uns das Toupet, Throttle. Wir müssen es zum Wohle der Menschheit induzieren. Ich warne dich, Priesterin. Wenn das nicht der Weg zum Tempel des Reh ist, dann werfe ich dich diesen Kreaturen zum Fraß vor. Das kann nicht mehr weit sein, Pharao. Es ist ganz gewiss nicht der Tempel der See. Es stinkt wie der Tod persönlich. Wohin führt dieser Gang? In die Höhle des Totengottes, ist direkt ins Verderben, mein Schatz. Das hast du nicht wirklich getan. Na, aber sicher doch. Und der da? Der ist so gut wie tot. Und wenn der gute alte Lamberton recht hat, dann hat bisher niemand die Höhle des Totengottes je lebendig verlassen. Ich will nicht, dass er stirbt. Hast du das immer noch nicht kapiert? Sagen, Baby. Erstklassige Teamarbeit, wirklich. Und jetzt mache ich dir mal einen Vorschlag. Gib mir endlich meinen Körper wieder und ruh dich mal richtig aus. Du kommst mir ein bisschen überspannt vor. Es ist nie zu spät. Hey. Hey, Baby, lass das. Es wäre dein und mein Tod. Wir wollten die Welt retten, wir haben sie gerettet. Was also ist dein Problem? Wir reden von zwei verschiedenen Welten. Das ist das Problem. Aber das wirst du nie verstehen. Am Anfang war das Chaos, mein guter Bowski. Nun hat Thutmosis diese Kräfte befreit. Werfen wir mal einen Blick auf das Gehirn. Das ist ja unglaublich. Es sieht aus wie ein Herz. Und es frisst das Gehirn wie ein Krebsgeschwür auf. Und jetzt schauen Sie mal her. Dieses Bild habe ich vor Jahren von Nils Lovelorn gemacht. Die gleiche Anomalie am Herzen. Der gleiche Effekt. Ich sehe nur eine Möglichkeit, Ihren Neffen wieder zur Vernunft zu bringen. Wir müssen ihm das Herz erneut brechen. Und zwar an dieser Stelle. Ganz meiner Meinung, aber wie sollen wir das anstellen? Der Heartbreaker. Thurtle hat in den letzten Monaten an einem geheimnisvollen Strahler gebastelt, den er den Heartbreaker nannte. Die Idee ist glänzend, mein lieber Bowski. Aber weder Sie noch ich kennen die Formel für den Strahler. Sie haben recht. Und Throttle selbst hat den Verstand verloren. Falsch. Throttle glaubt nur, verblödet zu sein. Wir müssen mit seinem Gehirn direkt Kontakt aufnehmen. Und es zwingen, das Geheimnis des Heartbreakers preiszugeben.
Ja, das ist sie, die Suppe der verdammten Seligen. Riecht sie nicht herrlich, Grabräuber? Mein Pharao! Hoch mit ihm! Halt! Ja, hör mal! Hoppla, was für ein hübsches Seelchen haben wir denn da? BB ist mein Name und ich habe eine Bitte. Eine winzige Bitte für einen so großen Mann, wie ihr es seid. Sprich! Verschont das Leben des Pharao von Ägypten. Ich weiß, es würde euch nur ein Lächeln kosten. Aber dieses eine Lächeln würde mich auf ewig glücklich machen. Danke, ich hab's mir ehrlich gesagt schwerer vorgestellt. Unter einer Bedingung. Du steigst für den Pharao in die Suppe. Du steigst nicht in die Suppe. Dich zu opfern würde bedeuten, dass Tutmosis davonkommt. Und das wäre das Ende der Welt. Es wäre das Ende von allem. Also, du steigst nicht in die Suppe! Was ist? Fällt dir die Entscheidung so schwer? Ehrlich gesagt, ja. Doch, mit ihm. Du steigst... Halt, ich hab mich noch nicht entschieden. Lass dir ruhig Zeit. Du hättest dich für deinen Pharao opfern sollen, Esterin. Es wäre deine heilige Pflicht gewesen. Ich sterbe wann, wie und für was ich will. Es ist alles deine Schuld. Du hast uns in diese Falle gelockt. Wärst du nicht wie eine Idiotin, der diesem Schlüssel her gewesen wäre, gar nicht erst so weit gekommen. Ich verlange getrennte Vollstreckung. Als Pharao ist es unter meiner Würde, zusammen mit dieser hysterischen Reichsdrescherin versucht zu werden. Das ist ganz in meinem Sinne. Dein Bottich ist zu klein für mich und diesen aufgeblasenen Macho. Reichsziege! Arschloch! Jetzt rette ich diesem Lavlon auch noch das Leben. Ich habe dich angelogen, Pharao. Nee, wollte gar nicht mich. Ich bin die total falsche. Folgt mir, mein Pharao! Hier lang! Komm! Du stinkender Totengott wirst mich nicht kriegen. Nichts wird mich mehr aufhalten. Der Schlüssel ist so gut wie mein. Das Risiko für den armen Trottel ist beträchtlich. Schauen Sie sich den Ernsten an. Bringen wir es hinter uns. Hier spricht Professor Swedenborg. Gibt es dort drinnen etwas Vernünftiges, das mich hören kann? Ja, Trottles Gewissen. Hören Sie, wir wissen, dass Sie bei der Entwicklung des Heartbreakers zugegen waren. Stimmt. Bitte teilen Sie uns die exakte Formel mit. Nichts gegen betuchte Kundschaft. Aber wir können es auf den Tod nicht ausstehen, wenn man uns Anubis Schergen auf den Hals setzt. Also verschwindet jetzt besser wieder. Und zwar ganz schnell. Zeigt uns den Weg zum Tempel des Re und ihr seid uns wieder los. Der alte Kasten liegt keine 100 Meter von hier. Aber was willst du da?
Kein Sterblicher darf ihn betreten. Was meinst du damit, kein Sterblicher darf den Tempel betreten? Der Tempel des Re hat keine Türen. Aber die Mauern öffnen sich dem, der die Losung kennt. Den Sterbenden legt Isis das geheime Wort in den Mund. Aber keinem Lebenden ist es bekannt. Ich muss das Wort erfahren. Hörst du, ich muss! Dein Mitbringsel trägt das Gewand einer Priesterin. Warum fragst du nicht sie? Sie hat mich mehr als einmal verraten. Ich werde sie reopfern. Mist! Jetzt haben wir den Schlamassel. Toter als du kann man gar nicht sein. Sag mir die Losung, die mir die Mauern zu Rehs Tempel öffnet. Unmöglich. Wer die Losung einem Sterblichen verrät, dessen Nachkommen werden alle wie Kröten aussehen. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was kommt. Kebab? Zeig ihm deine Spielzeuge. Erst mache ich Schweizer Käse aus dir. Und dann Hundefutter. Und wenn du glaubst, du hast endlich alles hinter dir, dann setze ich dich wieder zusammen und fang von vorne an. Tu das nicht, tu das bitte nicht! Dann sprich. Uns läuft die Zeit davon, Baby. Wenn die Mumie auspackt, und das wird sie, hält Tutmosis nichts mehr auf. Du weißt, was das bedeutet. Der Idiot denkt doch nur an seinen Schlüssel. Nein, das stimmt nicht. Du hast nach wie vor die besten Chancen bei ihm. Du musst dich nur ein bisschen geschickter anstellen als bisher. Geschickter? Was meinst du damit? Ja, was meine ich damit? Der Typ ist ein Macho. Um seinen rumzukriegen, da musst du schon richtig was auffahren. Pass auf. Ich sag dir, wie du es schaffst, diesen Typen richtig scharf zu machen. Und wenn er dann vor dir liegt, auf Knie, dann lässt du ihn diesen Schlüssel ein für alle Mal vergessen. Das ist unsere letzte Chance, Baby. Ich trau dir nicht, Nils. Es wäre ja schließlich nicht das erste Mal, dass du mich reingelegt hast. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber was hast du noch zu verlieren und wie viel könntest du noch gewinnen? Die Zähne, Kebab. Sieh mich an, Baby. Komm schon, sieh mich an. Und jetzt sag mir, ob du ihn noch willst oder nicht. Ich will. Ich rede. Die Losung, sie lautet Annala Nubis Habhalana. Annala Nubis Habhalana. Annala Nubis Habhalana. Was heißt das? Nur der ist tot, der. Ich weiß, dass er tot ist. Glaubt ihr, spricht die Wahrheit? So ein Geschwätz können sich auch nur die Götter ausdenken, Kebab. Ich bin am Ziel. Von meiner Rache trennen mich nur noch wenige Meter. Oh,
ist los. Nimm mich da. Warte, Spike. Rührend, wirklich rührend, Brüderchen. Die Frau kann mir nichts anhaben. Ich habe den heiligen Arm und Schwur abgelegt. Vielleicht hättest du deine Klappe nicht so weit auffassen sollen. Vertrau mir. Er wird ihre Hand nicht nehmen. Ich weiß es, denn ich bin seine Zukunft. Aber wenn er sie nimmt, dann bist du Vergangenheit. Es ist so einfach. Ich kann nicht. Aber es war nicht ihre Schuld. Sie war klasse. Einfach klasse. Das war sie. Ganz bestimmt war sie das. Richtig große Klasse. Gar nicht schlecht, Brüderchen. Wie sie sich schon gefreut haben. Und dann? Ich kann nicht. Hut ab. Falle! Oh, eine ungeklärte Frage bleibt noch. Wird der Hardbreaker die Zeitblase durchbrechen können, die uns gefangen hält? Wie sagte Tutmosis, nur etwas, was noch böser ist als er, kann die Blase zum Platzen bringen. Chili-Pfeffer! Hm. Ans Kabel, mein guter Bowski. Tust du aber verdammt viel. Küss mich. Eine göttliche Fügung. Reh selbst sandte mir einen Strahl, um mir die Augen zu öffnen. Du aber wolltest mich von Anfang an von seinem Schlüssel fernhalten. Wer bist du wirklich? Du würdest mir nicht glauben. Wer hat dich zu mir geschickt? Was ist dein Auftrag? Das kann ich dir nicht sagen. Mich zu töten? Ja! Nein! Ja, ihr habt das gehört! Der Tod wäre zu gut für eine Königsmörderin. Mord sie lebendig ein. Ihr weigert euch. Kebab, zeig ihnen deine Spielzeuge. Vergebt mein Pharao. Ich habe euch all die Jahre treu gedient. Aber... es seid nicht ihr, der ihren Tod will.
Es ist das grüne Feuer, das aus euch spricht. Ganz recht. Und weißt du, was es noch sagt? Nein, mein Pharao. So. Und jetzt zeigt mir das tiefste Loch, das ihr habt. Verschließ das Loch mit der steinernen Grabplatte! Sie soll dort unten lebendig verfaulen! In wenigen Minuten werde ich Gott Re entgegentreten. Dann wird er mir gehören, Reis Schlüssel. Und mit ihm die Gewalt über alles Lebendige und alles Tote. Die absolute Macht. Ich muss gestehen, Professor, euer Neffe hat mir anständig zugesetzt, aber Re sandte mir einen Strahl, der mein altes Ego wieder auf den rechten Weg brachte. Verdammt! Throttles Heartbreaker hat den Falschen getroffen. In wenigen Minuten beginnt die Finsternis und Sie, meine Herren, werden meine Ehrengäste sein, wenn ich der Menschheit den Gnadenstoß versetze. Mal ganz abgesehen davon, dass die Welt gleich untergeht, muss ich dir wohl nicht sagen, wer für unsere Misere verantwortlich ist. Verdammt! Du hättest mich ranlassen sollen, Bebe, mich! Ach, vergiss es. Hey, was machst du da? Was soll das? Du gehst freiwillig? Weißt du noch, was dieser Automat in Paris gesagt hat? Du wirst eine Person begehren, wie du noch nie zuvor jemanden begehrt hast. Und dann wirst du sie wieder verlieren und das wird dir das Herz brechen. Ich habe geglaubt, ich könnte stärker als das Schicksal sein. Aber die Prophezeiung hat sich erfüllt. Was ist los mit dir, Baby? Es gibt immer eine Hoffnung. Was ist, wenn er zurückkommt? Ohne mich kommst du besser klar, Nils. Ich werde dich nie wieder belästigen. Wo bist du? Baby? Lass mich jetzt nicht allein. Baby? Was soll ich denn in diesem gottverlassenen Loch mit meinem Körper anfangen? Sie hat's getan. Sie hat die Zeche geprellt und mich wie einen Vollidiot mit der ganzen Rechnung sitzen lassen. Aber ich hätte wissen müssen, bei so einem Job sollte man nie mit einem Anfänger zusammenarbeiten. Der einzige mir noch verbliebene Trost in meinen letzten Stunden wird der Reiseführer des armen Lamberton sein. Obwohl wir uns nie kennengelernt haben, fühle ich mich ihm verbundener als sonst einem Menschen. Auch er ist einsam und spurlos verschollen. So wie ich. Warum sagt er das nur immer wieder? Und damit beschließe ich meine Aufzeichnung. Es gibt nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu hoffen. Nicht für mich, nicht für meinen Freund Lamberton und schon gar nicht für diese Welt. Jemand findet meine Memoiren noch vor der nächsten Sonnenfinsternis. Sollte diese unglaubliche Unwahrscheinlichkeit eintreten, bitte ich den Finder, nachstehende Nummer zu wählen und dem Herrn am anderen Ende mitzuteilen, dass er ein ausziehbares Stemmeisen einstecken soll, wenn er nach Ägypten fährt. Die Menschheit wird es dem Finder danken. Hier ist der Pariser Anrufbeantworter von Detective Nils Larson. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht nach dem Piep.
Hier spricht Sir Cecil Lamberton. Ich soll Sie bitten, also wenn Sie das nächste Mal nach Ägypten reisen, dann sollten Sie damit rechnen, in eine schlimme Falle zu geraten. Und deshalb ein ausziehbares Stemmeisen einstecken. Wer immer ihr seid, habt Dank. Und falls es mir nun doch noch gelingen sollte, Tutmosis das Handwerk zu legen, so ist euch auch der von Abermilliarden von Menschen auf ewig gewiss. Gezeichnet Detective Niels Lovelorn. Oh. Ich drücke Ihnen die Daumen, Nils. Aber ich weiß, Sie werden es schaffen. Sie werden die Welt retten. Ja. Scheiße. Vertrau mir. Es ist so einfach. Ist der Erwählte, Pharao von Ägypten. Der Erwählte, sagst du? Dementsprechend erhebst du Anspruch auf den Schlüssel. Nur, ich sehe kein Opfergeschenk. Das ist mir leider abhanden gekommen. Das ist dein Problem, Junge. Ich sag nur eins. Hier gibt's nichts geschenkt. Gebt mir den Schlüssel und ich lege euch den Kopf des Pharao zu Füßen. Das ist doch ein Angebot. Ich bin der Erwählte. Nur mir allein gebührt der Schlüssel. Um das herauszufinden, gibt es nur eine Möglichkeit. Betretet diesen Ring. Sollte es dem Erwählten nicht gelingen, seinen Gegner vor dem Ende der Sonnenfinsternis zu töten, dann wird er von den Strahlen der wiedererwachten Sonne zu Asche zerfallen. Nehmt ihr die Bedingungen an? Also, ich bin bereit. Was ist mit dir? Schon mal begegnet. Du hättest auch diesmal verschwinden sollen. Hm? Noch ist Zeit. Hier. Steck sie ein, damit der Teufel weiß, wer dich gibt. Wer mit halbem Herzen kämpft, kann nicht gewinnen. Seht, Menschen, und staunt! Ihr kehrt zurück ins Nichts! Ins Ungeordnete, aus dem ihr einst kamt. Komm, Chaos, und errichte deine Herrschaft! Gut, Bobski. Und auch ihr, mein teurer Quattle. In einer Welt ohne Naturgesetze wird es
für solch wackere Streiter wie uns keinen Platz mehr geben. Sei es drum. Was? Du hättest verschwinden sollen. Ich wusste, du hattest keine Chance. Eine hatte ich, aber sie hat mich leider im Stich gelassen. Nach all den Jahren kennst du mich immer noch so wenig, Nils. Du? Was willst du? Lass ihn leben, Pharao. Ich bitte dich. Wenn er stirbt, sterbe ich auch. Wenn ich euch nicht töte, werde ich zu Asche zerfallen. Willst du das? Ich will eine Antwort von dir. Willst du das? Nur der ist tot, der nicht weiß, dass er tot ist. Geschwätz. Dieses Geschwätz hat die Mauern zum Tempel des Re geöffnet. Bist du härter als Stein? Du kommst zu spät. Hast du das immer noch nicht begriffen? Nein. Für einen großen Mann ist es nie zu spät. Aber ich habe mich wohl in dir getäuscht. Warte. Zeit zu sterben. Sieh doch, Baby. Was ist das? Meine Rache. Meine heilige Rache. Tu mir das nicht an! Schönen guten Abend, Tutmosis. Amon. Detective Lavelorn. Du hast mich gerettet, Detective. Und du hast die Welt gerettet, Pharao. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Austrinken, Brüderchen, bis auf den letzten Tropfen. Ich hab's geschworen. Respekt, mein Guter. Sie waren ein wirklich passabler Gegner. Gehen wir.
Naja, nicht schlecht für einen Anfänger.